Problem mit dem Internet. Jetzt ist live? Ja, jetzt ist live. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch, Gustavo Moreno Morales. Also das Jugendparlament ist ein Gremium aus 31 KandidatInnen. Wir setzen zusammen aus den Göttinger Schulen und Ausbildungsstätten, sage ich mal so, Berufsschulen. Und wir als KandidatInnen, beziehungsweise wir als 31 KandidatInnen, sind ein Jugendparlament und unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Jugend bzw. auch die Forderungen der Jugend in der Stadtverwaltung bzw. In der Stadt weiterzubringen. Ich würde sagen, dass jeder Jugendliche eigene Ziele hat, die er verfolgen möchte als Kandidat dann im Jugendparlament und dadurch gibt es dann sehr, sehr viele. Ich kann nur sagen, für die Ziele, die ich auch schon öfters mitbekommen habe oder für die ich auch dann gerne stehen würde. Mein Name ist Roland, 37 Jahre, komme aus Duderstadt, ja, und bin hier beim Heimspiel der BGG Eldringen gegen Frankfurt. Kommen wir jetzt erst aus Bayreuth, am zweiten Weihnachtsfeiertag war München, Ulm eigentlich. Zufrieden? Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Es war ein sehr gutes Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig ausgepowert. Ich glaube, ich hätte mitspielen können. Und wer habe ich vor der Kamera? Nils Leunig, Hallensprecher und Vertriebsleiter der BG. Ich denke, dass gerade mit der letzten Nachverpflichtung von Alex Ruhoff wir eine sehr schlagkräftige Mannschaft für die erste Liga aufbieten können. Ich war tatsächlich jetzt seit 2 Jahren nicht in der Halle und schon will ich da Gewinse. Vielleicht sollte ich öfter kommen. Wir sind hier in Göttingen und zwar sind wir im Stadtjugendring. Der Stadtjugendring ist eine Einrichtung, in der Jugendarbeit stattfindet und wir sind hier mit dem Verein Queeres Göttingen e.V. und dem Queeren Zentrum. Was bedeutet das? Was für ein Wort ist das von eurem Verein? Das ist eine gute Frage. Queer ist ein Wort aus dem Englischen und es geht darum, dass das im Englischen verwendet wird für pervers und Abschaum und es ist eine Aneignung. Das heißt, wir nehmen dieses Wort, wie ganz viele Bewegungen in Deutschland, und sagen, das ist queer. Das Wort wollen wir uns nicht kaputt machen lassen. Also ich bin im Vorstand von dem Verein, also wir sind zu dritt im Vorstand. Und ich gehöre auch zu den Gründerinnen des Vereins. Und dann, ja, dann habe ich mich halt überall geoutet. Und also, ja, in der Familie ist es zuerst nicht so gut aufgenommen worden. Würdest du das sich outen, würdest du das empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich jeder Person empfehlen, die für sich merkt, ich bin in irgendeiner Weise queer. Eine Identität. Ich identifiziere mich als lesbisch. Ganz klassisch sozusagen heutzutage. Ja. Ah ja. Ja. Situation in our country, and I forgot the rest, but it's basically it, you know, we live a very difficult time right now in Colombia. Para todo hay una solución.
Schönen Sabo. Okay, ciao. Mein Name ist Tine Fiedemann, ich mache hier die Geschäftsführung der Musa und wir befinden uns hier gerade in dem neu ausgebauten Teil der Musa, nämlich in der Kreativetage. Und wir sagen dazu mal, das ist das Gedächtnis von Göttingen, weil man hier ganz viele Dinge sieht, die Göttingen mal ausgemacht haben und immer noch sinnvoll sind. Wir haben hier gerade ganz viele Seminare und ich muss gleich noch ein paar Mietverträge machen. Und nächstes Jahr läuft es auch anders, aber jeder Tag ist letztendlich irgendwie immer so ein bisschen anders. Das ist ein Job, glaube ich, wo wir alle ziemlich flexibel sein müssen. Ja, mein Name ist Jan Steiger. Ich bin aktuell Trainer der U14 von Göttingen 05 und Jugendkoordinator. Ja, hallo, mein Name ist Ralf Fritz. Ich betreibe mit vielen anderen Kollegen noch den sogenannten 105er Club. Das ist ein Sponsorenclub, der versucht natürlich Gelder einzuwerben für Göttingen 05. Ja, mein Name ist Markus Wahle. Ich kümmere mich aktuell um die Tradition des Vereines, versuche die Tradition hochzuhalten, habe auch, ja, also das ging eigentlich los, so dass es mir bekannt ist. In den 50er Jahren hat sich Göttingen 05 in der sogenannten Oberliga Nord, das war damals quasi, entsprach der heutigen ersten Liga, auch mit dem HSV und Uwe Seeler duelliert. Es gibt sogar noch einen Aktiven, den haben wir auch anlässlich einer Spielzeit-Traditionsmannschaft geehrt, der Herr Wasch, der hat da noch mitgespielt. Ende der 60er Jahre dreimal um den Aufstieg in die erste Liga gespielt, ihn vor allen Dingen 1968 ganz knapp verpasst, hat im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC ganz unglücklich kurz vor Ende 1-0 verloren und so ganz knapp den Aufstieg in die erste Bundesliga verpasst. Mitglied sogar der zweiten Bundesliga, die 1974 gegründet worden ist, hat dort von 74 bis 77 gespielt und zuletzt in der Saison 80-81, wobei gerade 80-81 war besonders bitter. Wir waren alle am Feiern. Ich glaube, der Ralf war sogar noch mal als Fan mit dabei in Berlin und eine Woche später kam vom DFB die Nachricht, dass die zweite Bundesliga, die bis dahin in Nord und Süd geteilt war, die wurde dann eingleisig und dadurch musste 05 mindestens Zehnter werden in der Tabelle, was als Aufsteiger sehr schwierig war. Es gab auch ein sehr dubioses Punktesystem. Hat leider nicht geklappt und dann hat 05 mehrere Jahre bis tief in die 90er Jahre, eigentlich Mitte der 90er Jahre versucht, dorthin zu kommen. Ist am knappsten 1989 gescheitert. Da hat ein Punkt zum Aufstieg in die zweite Bundesliga gefehlt. War dann nochmal 1991 in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. In Alweg, das ist an der Insel Usedom, wo das diese Bad, traditionelle Bad, zum 26. Mal stattfindet. Es gehen 18 Gruppen und wenn ich richtig gezählt habe, sind es, glaube ich, über 30 Einzelbader. Jetzt rein ins Wasser. 5 Grad Wassertemperatur, 6, 7 Grad Lufttemperatur aktuell. Dazu strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Ja, auch Aladin wagt sich jetzt in die kühlen Fluten. Insgesamt 333 Eisbaderinnen und Eisbader. 333.